Nein! Ja, doch, wegen Bruder! Bruder! Los! Bruder! Bruder, ich brauch die Coins, ihr Bastard! Wir machen doch... Achso, Timo, geh mal hin, wir wollen dich jetzt gerade einen Zehe. Weil ich kann dir zeigen, du kannst. Achtung. Alter! Schieß! Guck mal hier, wer ist da? Okay, das ist geil. Stößchen! Mal mit der Kamera. Ja. Achtung, Jungs, nehmt euch mal kurz mit. Achso, ich mach Zeit. Ja. Ey, wie geil ist das? Ey, wie geil ist das? Jetzt ist der Blumentopf vorne dran. So, hier hinten seht ihr Timo seinen Arbeitsbereich. Ist das hier noch im Weg? Ja, kannst du wegmachen. So ist gut, so ist gut. Hier hinten seht ihr Timo seinen Arbeitsbereich. Das ist dieses Gimbal, ne? Das haben wir jetzt für unseren Videodreh gebraucht. Aber wir dachten, wie können wir das jetzt halt einbinden, ne? Übel geil. Komm, folgt mir nochmal. Warte, ja, ich fahr mit. Wir haben dich. Wir haben dich da aufs Camp. Hey! Ja, sieht man, mach mal Licht da an hinten. Okay, das ist schon geil. Was du haben wolltest, wir haben alle. Schreibt rein, Bruder, was ihr wollt. Bruder, ich habe diese Liebte. Ich hab noch nichts, bringen wir mal was mit. Was magst du, das nächste jetzt live? Stimmt, ich möchte so ein Sprite bitte haben. Alter, ich fühle mich gerade wie auf einer Technikmesse, als würde mir gerade die neueste Technik vorgestellt werden. Und guck dir wieder an, wie geil ich mit meinem Joystick fahren kann. Schon drin? Ja, warte. Achso. Dankeschön. Können wir mal hier drauf fahren? Ja, Jungs, so sitzen wir da, aber wie Broski schon gesagt hat, Achtung ganz kurz. Es hat unheimlich viel Geld gekostet. Schick! Wer wollte die Scheiße wieder weg? Du! Sag aber bitte, das Schieß ist mal. Eine echte Supreme Cash Card, oder? Glückst ist eine echte Supreme Gun. Was hast du denn hier gelassen? Für uns ist die Cheesy Army nicht so billig. Ja. Digga, was los, Digga? Was los, Digga? Hier fliegen die Geldscheine! Was los, Mann? Bis das läuft! So, du sammelst ein, ne? Sorry, bro, ich mach die Pfeife, Männer. Das heißt, für so einen Moment braucht man dann eigentlich Benji. Ja, Benji, guck mal, kostet jetzt, guck mal, bis hier hoch ist es sogar geflogen, Alter. Ich war ja dann im Urlaub in der ersten FIFA-Woche auch auf PlayStation, ne? War ich ja im Urlaub und da war ja noch der, also war ja noch ohne Patch, ne? Ja, da war aber noch keine Weekend League. Und genau einen Tag vor der Weekend League bin ich wiedergekommen, Donnerstag. Patch. Da kam dann der Patch, dass ich es wieder so gespielt habe wie FIFA 17. Und habe ich meine erste Weekend League einfach so gespielt, aber als hätte ich FIFA 17. Das hat sich aber komplett gespielt wie FIFA 17. Das war schon nicht mal normal. Und dann habe ich direkt 34 einfach in der ersten Weekend League geholt. Hat aber auch schon ein gutes Team. Also Pay to Win war da. Ey, das ist die geilste Zeit, finde ich. Weil man am Anfang reingeht. Schon die krassesten Spieler. Und in der Weekend League gegen so normale Goldie spielt. Ja, das war schon krank. Und dann läufst du mit einem Baby Maradona rum. Ja. Und der spielt sich wie eine 99er. Aber man muss halt noch dazu sagen. Am Anfang war halt der Squad-Builder-Battle war halt so widerlich, weil du hattest am Anfang hatten wir ja nicht viel Coins gehabt. Du hattest das, was du hattest und wir hatten kranke Teams schon zu dem Zeitpunkt. Es war, glaube ich, 2 Wochen danach, wir hatten schon so heftige Sachen. Aber trotzdem, jeder Spieler, den du abgestoßen hast, 20 km so ultra wehgetan. Ja, und du hättest ja eigentlich alles abstoßen müssen in dem Moment. Ach, bei oder, meinst du die Icons? Ja, nee, bei SPB, wo wir damals das aufgenommen haben auf der Xbox. Ach so, ja, okay. Da war, glaube ich, Dybala, hattest du den Dybala, den du hättest eigentlich abstoßen müssen in Form? Da war irgendwas, das war das erste Team of the Week mit Dybala war das, ja. Also ich weiß, dass ich einen Quaresma weggehauen habe. Weil ich werde immer noch häufig im Stream gefragt, warum ich noch den Quaresma SBC habe, weil er mich auf Xbox ist gerade. Stimmt. Das war auch so eine geile Aktion, ne? Das finde ich so gut, dass jetzt dieser Exklusivvertrag weg ist. Weil du hast dann immer als YouTuber eine Woche lang auf Xbox übel Attacke gemacht. Für nix. Ja. Seitdem nicht mehr gespielt auf Xbox. Ah, ist es aber nicht mehr gespielt. Dieses Jahr war es ja aber noch so, ne? Ist ja, dieses weg? Jahr war es noch. Da konntest du eine Woche eher auf Xbox sorgen. Ja. Jetzt kennt ihr diese blaue Schlitz. Kennt ihr diesen Broski? Er braucht blaue Schlitze. Und jetzt. Ja, nein! Die sind alle gut! Die sind alle, Die sind alle gut! Ja, alle sind geil! Ja! Die sind. Also, ich muss ja sagen, die Animation ist ja schon geil, ne? Ja, aber das ist auch das einzige. Warum legst du diesen Shisha-Stick immer an dein kleines Glied? Weil ich mir ein bisschen was von dir erhoffe. Achtung! Das ist ein verstecktes Signal an dich. Oh. Let's go, Junge! Ja, okay. Okay. Astori, nee, Cheesa. Okay. Kennst du Astori? Ah, danke. Wow. Danke, ich bin auch dabei. Depp. Mein Name ist Timo und ich bin auch dabei. Mein Name ist Timo. Oh, Schuhe.
Ich bin auch Scheiße, dabei. Jetzt müssen wir schnell rausladen. Tut mir leid, ich war gerade. Ich komme gerade. Sorry, bro. Chiesa, Chiesa, Bambine. Chiesa, sorry, bro. Ich war gerade. Sorry. Sorry. Wir entschuldigen uns. Ist ja auch ein Lied, oder? Icon! 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 Wir haben es gerade noch. Nein, Maradona! Ich fick mein Leben! Maradona! Maradona! Die Kunstnase! Maradona! Kunstnase! Komm her, Junge! Komm her, Junge! Gar kein Problem! Wie krank, Alter, im letzten Set. Ich dachte, was ist das für ein Schlitz? Ich hab die Koksnase gezogen, ich hab alles erreicht. Ich hab die Koksnase gezogen. Ich dachte, was ist das für ein Schlitz? Ich hab die Koksnase gezogen. Ich hab die Koksnase gezogen. Halt! Icon! Halt! Ich hab die Koksnase gezogen. 91er Maradona. Ich hab die Koksnase gezogen. GG. Ja, ich würde sagen, fängt gleich nicht an. Ja. Ich hab die Koksnase Zum gezogen. Zum Glück hat er keine Handklagrunde gemacht. Ich hab die Koksnase gezogen. LOL. Ist nicht ehrlich passiert, oder? Alter. Ist nicht ehrlich passiert. Was sagt der noch? Ich geb den nicht ab, ich geb den nicht ab. Der ist Besitzer Maradona, Alter. Ey. Ey, Jungs. Es ist der 25. Mai 2018. FIFA ist 7, 8, 9 Monate draußen. Und ich habe dieses Spiel gerade beendet. Ich kann aufstehen und sagen, ich habe dieses Spiel beendet. Ich wollte eine Sache in diesem FIFA-Teil schaffen. Das Maradona-Ziehen. Gar kein Problem! Stößchen! Gar kein Problem! Stößchen! Es ist nicht ehrlich passiert. Stößchen! Ach du Scheiße. Saufen morgen, mittags, Abend. Das ist der Lifestyle deiner Mutter, ne? Nein! Muss doch, wegen Bruder! Bruder! Ich brauch die Coins, ja, du Bastard! Wir machen doch Plus! Wir machen Minus. Digga, die haben gesagt, wir machen Plus. Okay, mach ein dickes Minus, Bruder. Sorry, wenn du traden kannst. Digga, die 100.000 Coins hast du so in 3-4 Wochen wieder drin. Es war Plus oder Minus, ich muss. Ey, das sind aber viele 85er, Bro. Zwei. Ja, der Pizza da drum. Und der schießt den 83, Bastard. Den nehme ich noch mit. Plus oder Minus? Plus oder Minus? Boah, ach du Scheiße. Es war Minus, sorry, Bro. Kommt auch mal vor dem Showgeschäft. Es war so dickes Minus. Scheiß auf die Coins. Scheiß auf den Schlitz. Hauptsache Broski ist sauer. Weißt du, auch hier ein Team, ja? Qualität, was ihr nachbauen wollt. 1:1 wird das hier geklaut. Nein, Roland, schönes so, Bild, ne? Ja, der Unterschied hier ist, wir kaufen uns das Bar. Halt jetzt mal dein Mund. Wir kaufen uns das Bar. Ja, ich bezahle deine Mutter auch bar und zwar mit Kleingeld, Digga, was bei mir in der Dose rumliegt. 10 Cent Stücke. So, pass mal auf. 5 Cent Stücke deine Mutter, wollte ich nur mal sagen. Okay, hier sollte eine Bar da stehen. Da sollte eine Aguero stehen. Ich muss mir hier 5 Team of the Seasons kaufen, die alle über beziehungsweise um 1 Million Coins ja, kaufen. Ich will meinen Leuten was bieten. Ja, aber ganz ehrlich, deine Armut kotzt uns an. Du trittst das mit Füßen, ja? Deine Armut kotzt uns an. Ja, deine Mutter kotzt mich auch an, wenn sie ihn wieder bis zum Anschlag sind. Wollte ich ja nur mal sagen. Deine Armut, du kannst es in Bar bezahlen. Digga. Ist das lächerlich, Alter. Das wird Rache geben. Sorry, die Rache, die haben wir letztes Jahr bekommen. Du kannst bei uns gerne mit Coins paar Packs öffnen. Wie ich deine Mutter wegklatsch. Wir gehen nie auf Mutter. Ja, Digga, du hast so Angst, ne? Es ist so in deinem Kopf drin. Was hab ich Angst? Komm, zieh nach! Also, auf Mutter gehe ich nicht, aber deine Mutter geht immer auf mich los, Alter. Die wird richtig cool. Das geht so los! Alter, ich höre wieder richtig müde. Und sag mal, was geht so los, ne? Ja, wir rauchen nur mit einer Kohle mit dem Ron Smoke. Wir haben aber zwei Pfeifen am Start. Eine steht hier unten und die andere boxt gerade auf irgendein Automat dran. Ja, wo einfach gar nichts mehr geht, ne, bei dem. Früher war er stark, heute ist er schwach. Was ist los, ne, was? Ja, nach 8 Schlägen kommt er einmal wieder die 900. Du kommst dann einmal noch mehr 10, dann machst du nach, steh auf. Digga, selbst die Tür fickt dich. Ja, sorry, das stimmt halt. Ja. Mach's nach. Da hab ich einen wunden Punkt getroffen. Wenn du es einmal packst über 910. Dann, sag was. Still. Nee, ich will mehr. Ja, guck, du packst doch gar nicht.
Ich glaube, wir müssen ehrlich mal werbefreundlicher werden. Bart, geht gar nichts mehr bei dir. Du solltest mal so einen Proteinriegel essen, ja. Das mache ich auch häufig. Pack Frozen Zucker mittlerweile, ne? Mit links, Digga. Geht nix. Geht einfach gar nix. Er packt einfach nur 10 Lachen. Wisst ihr? Chat, er lacht mich aus, aber packt es nicht mal. Ey, du hast 100 Mal geboxt, chill mir dein Leben. Wie oft boxst du jetzt schon? Ich geh einmal ran und mach besser wie du. Die Wut hat sich aber auch schon durch die Kindheit durch aufgestaut, ne? Ja. Pack's einmal rein. War das bei euch im Kindergarten? War das so das Erste, was sie gelernt haben? War Hurensohn, ne? Ja. Jetzt hau doch halt auch mal dran, wie dran, Digga. Mach halt mal richtig, komm. Der Wichser, Alter. Mach doch halt mal richtig. Zeig doch mal was. Das ist alles. Scheiße! Also die ganzen Muttersprüche finde ich aber auch gerade nicht gut. Weißt du? Wie viel hat der schon? Mindestens 20. Oh. Komm, jetzt mach mal richtig. Das war jetzt alles nur Show. Jetzt mach doch mal richtig. Okay, lang, nicht viel zu schlecht. Muss dir mal geben, das ist 40 besser als ich. Ja. Und ich mach mit Handschuh. Das ist so schlecht, Digga. Bei dem geht nichts mehr. Oh Gott. Der packt dann einmal die 910. Das freut mich. Nach 3 Millionen Schläge. Ja, komm, jetzt zieh mal weiter, lass den ein bisschen boxen, der packt 10 heute nicht mehr. 10 Stunden später. Eine Ewigkeit später. Kennst du diesen Moment, wo es dann irgendwann. Kennst du dann diesen Moment, wo es irgendwann peinlich wird? Also Huck, der macht die größte Sprüche. Digga, wie oft noch? Das lacht erstmal. Das ist es nicht, ne? Mach ruhig weiter! Schalt um, wir gehen auf Packs. Das ist ja! Was siehst du, Lappe? Nein, erzähl, was siehst du, Lappe? Du packst doch mehr. Und du hast jetzt schon 94 Schläge, glaube ich. Schon mal ab, Digga, bitte eine Folge. Ja, Junge! Scheiße! Lächerlich. Oh. Costa! Costa Pasgani! Ist dir gegönnt. Hey! Papa!